zurück auf meinen YouTube-Kanal und ja, wenn ihr jetzt hier im Hintergrund ein kleines Volta-Gameplay von mir seht, Arsenal gegen Tottenham im Survival-Modus, gibt es jetzt hier nochmal so ein paar Infos von mir, wie es jetzt weitergehen soll, was für Planungen gewesen waren eigentlich auch für den Sommer und auch was die Livestreams angeht. Fangen wir am besten mit den Streams an. Ich hatte heute geplant zu streamen. Dieser Stream fällt aus, einfach nur weil die Internetverbindung hier im Moment so dermaßen instabil ist und so langsam, dass es in meinen Augen keinen Sinn macht zu streamen. Deswegen, wir werden aber auf jeden Fall wieder streamen, sobald es geht. Allerdings hat die Telekom das hier noch nicht in den Griff bekommen. Heißt also heute jetzt kein Stream, Stand 19.04. 16.32 Uhr. So, was war geplant für den Sommer? Wir haben ja von der Bundesregierung erfahren, dass bis zum 31. August sämtliche Großevents nicht stattfinden und dass man auch gar nicht reisen sollte, um es mal nett auszudrücken. Und das ist jetzt natürlich schon so ein kleiner Wermutstropfen, nicht nur für mich, sondern generell auch für die Gamerwelt, für andere Influencer und auch die, die es als Hobby machen, so wie ich. Denn es war ursprünglich geplant, dass ich dieses Jahr mit einem sehr guten Kumpel einen sehr coolen, also ich zumindest wollte einen sehr geilen Vlog machen, und zwar zu Gamescom. Das Ding hat sich jetzt, es war nicht aus dem Fenster geflogen. Die Gamescom findet dieses Jahr so fest, dass man hinfährt, nicht statt. In meinen Augen macht auch ein Digital-Event von der Gamescom absolut gar keinen Sinn. Einfach nur, weil bis auf diese Opening Night und vielleicht neue Spieleankündigungen macht es in meinen Augen keinen Sinn, der Gamescom digital abzuhalten. Vor allem da auch jetzt die neuen Generationen, das heißt die neuen Konsolen rauskommen sollten. Ich mache das hier übrigens am Montag, also von daher. Bringt mir ein Digital-Event nichts. Ich kann über einen Monitor, über ein Handy, sonst irgendetwas kann ich nicht entscheiden. Diese Konsole ist super, der Controller fühlt sich top an. Das geht nicht. Das muss man schon selbst mal getestet haben, um sowas beurteilen zu können, was man sich für Konsole holt. Ich persönlich werde natürlich bei der Series X sein, allein weil sich beim Controller nicht viel getan hat. Wussten sie ja auch nicht. Daher macht in meinen Augen auch Gamescom digital gar keinen Sinn, weil die neuen Generationen, die muss man einfach mal selbst getestet haben. Aber egal, zurück zum Thema. Also, wie gesagt, das war ein wirklich geiler Vlog geplant. Ich habe mir da auch schon einiges ausgedacht gehabt. Ich wollte mir jetzt von Sion noch den Crane M2 Gimbal bestellen, den dann auch unter anderem auf der Gamescom verwenden. Weil der halt so wunderschön auch mit der GoPro kompatibel ist. Damit hätte man dann halt noch geilere Aufnahmen machen können. Das Ding hat sich komplett erledigt. Genau das gleiche geht auch für die Urlaubsvlogs. Ich hatte Urlaubsvlogs wieder geplant gehabt, zwar zwei Stück, denn wir wären an die Nordsee gefahren dieses Jahr und da hatte ich eigentlich schon eine coole Idee gehabt. Unter anderem wäre das dann auch wieder mit der GoPro gewesen, mit dem Gimbal, vor allem weil der neue weil der M2 halt auch für Vlogger gemacht wurde, durch 360 Grad über den Kopf. Hat sich das Ganze so gut wie erledigt. Vielleicht kommt es noch, aber das mit der Gamescom wird auch definitiv nicht passieren. Also sollte das mit der Nordsee tatsächlich nochmal klappen, dann muss man schon sagen, dann kann man sagen, okay, ist in Ordnung. Also das ist noch nicht abgehakt, aber Gamescom, das Ding hat sich erledigt. So, wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, es war ein Unboxing geplant in den nächsten Tagen, beziehungsweise nächste Woche dann auch online gehen. Es war schon in Planung und zwar zu einem E-Bike. Es war genauer gesagt zum Cube Kathmandu SL625 Diamond. Das Ding hat sich auch erledigt, denn das wäre ein Product Placement gewesen, denn ich hätte bei Fahrrad XXL, ich nenne die jetzt einfach hier so, warum sollte ich sie nicht nennen, hätte ich bei denen
nochmal freie Auswahl auf 1 von 5 Zubehörteilen gehabt. So. Das Ding hat sich auch erledigt, da das Cube dann doch nicht von denen kommt, sondern das kommt dann jetzt doch von meinem Fahrradhändler des Vertrauens. Weil die waren letzten Endes schneller als erwartet. Ich hatte zwar im Januar mit denen geredet, da meinten sie allerdings, in dieser Rahmenversion gäbe es es erst ab Mitte Mai. So, dann haben wir das Cube dann letzten Endes letzte Woche Dienstag bei Fahrrad XXL doch bestellt gehabt. Und jetzt lustigerweise am Samstag hat sich mein Händler des Vertrauens gemeldet und meinte, jo, es ist da. Am 18.04. So wird zum Thema Mitte Mai. Aber dennoch, coole Sache. Ihr könnt ja mal abstimmen. Hier, glaube ich. Soll ich trotzdem mal ein Video zum Cube-Griffmenü machen? Weil ich bin mir da unschlüssig, weil es ist Modell Baujahr 2020 und bei E-Bikes, generell bei Fahrrädern, ist es so, wenn ein Jahr vorbei ist, ist es vorbei. Interessiert einen das Modell auch nicht mehr. Ihr könnt ja mal abstimmen, soll ich da mal ein Video zu machen, ja oder nein? Und ist jetzt übrigens auch hier das Mikrofon vom Headset. Aber vom Mikrofon, was für eine Überleitung. Ich habe mir jetzt auch ein neues Mikrofon bestellt, ein Ansteckmikrofon, das kommt allerdings unterschiedlich. Denn folgendes ist das Thema. Das Problem ist, ich brauche für Digitalkameras, beziehungsweise für die 3300, brauche ich ein TRS auf TRS Adapter oder umgedreht. So, Problem. Das kommt in getrennten Paketen, obwohl es beides vom selben Lieferanten ist. Ja, also ich habe den Adapter auch noch vor dem Mikrofon, aber wenn das Mikro da ist, könnte man ja mal gucken, ob wir dann mit dem wieder streamen können. Also ich werde auf jeden Fall das mit der Internetleitung hier im Blick behalten, dass wir bald mal wieder streamen können. Ich hab mega Bock drauf. Gibt's sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht. Ich bin ja jetzt. Wir sind ja alle davon betroffen. Event-Sommer, der ist tot. Kann man sich drauf festlegen. Das ist für den Arsch alles. Wissen sämtliche Fallen aus. Damit sind natürlich auch coole. Damit sind coole Videoideen dabei. Halt auch verstorben. Und jetzt muss man halt auch. Ich mach's zwar nur als Hobby, allerdings. Irgendwie möchte man dann ja schon. Instagram vorbei, da bin ich im Moment recht oft aktiv.